Die Verärgerung in Frankreich ist so groß, dass US-Präsident Obama zum Telefonhörer griff. Im Gespräch mit Frankreichs Staatschef Hollande räumte er ein, dass es berechtigte Fragen zur Arbeit des US-Geheimdienstes NSA gebe. Eine Zeitung hatte gestern weitreichende Abhöraktionen in Frankreich enthüllt. Bei einem Treffen mit seinem US-Kollegen Kerry in Paris bekräftigte der französische Außenminister Fabius, die Spionagepraktiken seien unter Partnern inakzeptabel und müssten aufhören.